Nee, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte nur drei Bitten äußern. Als kleiner, bescheidener Oppositionsabgeordneter möchte ich nur drei Bitten äußern. Warten Sie erst mal ab, Herr Friederici, ich weiß, Sie lesen Bücher. Bitte Nummer eins ist, zu den Äpfeln, Birnen und Kartoffeln nicht noch Chicorée-Hering dazu rühren, weil das wird dann wirklich eine ungenießbare Melange. Wir sollten uns denn wirklich konzentrieren und ich meine schon, dass eine Entscheidung für oder gegen einen Neubau, einen Zentralstandort, an welchem Ort in dieser Stadt auch immer, einigermaßen unabhängig von den Nutzungskonditionen anderer Gebäude getroffen werden müsste. Das Zweite, vielleicht habe ich den regierenden Bürgermeister falsch verstanden, aber ich denke schon, dass man eine Frage, weil das würde dann solche Apfel, Birnen und wie auch immer Zusammenwürfelei bedienen. Ich denke schon, dass wir auseinanderhalten sollten, eine Entscheidung für eine Investition in diesem soziokulturellen Bereich und die Diskussion um einen Kostenrahmen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass ich über einen Kostenrahmen erst einigermaßen verlässlich diskutieren kann, wenn ich verlässliche Planungsdaten habe. Und ich sage es noch mal, also ich zumindest kenne diese verlässlichen Planungsdaten nicht. Ich kenne untertriebene Schätzungen, so um die 200 Millionen. Ich kenne Worst-Case-Szenarios, die bewegen sich so um die 500. Keine Ahnung, was es kostet. Ich weiß es nicht, weil ich solche Berechnungen nicht kenne. Wenn wir solche verlässlichen Berechnungen auf dem Tisch haben, dann können wir über Deckel und Rahmen reden. Vorher bitte nicht, ist das alles Rhetorik. Und der dritte Wunsch ist ein sehr allgemeiner. Ich wünsche mir einfach, dass wir damit aufhören, aus Gründen dritter Art wirklich eines der zentralen Zukunftsinvestitionsprojekte dieser Stadt kaputt zu reden. Die Zentral- und Landesbibliothek ist nichts anderes als die wissenschaftliche Allgemeinbibliothek für die Bevölkerung dieses Landes Berlin, und zwar unterhalb der Schwelle der für viele nur relativ begrenzt zugänglichen wissenschaftlichen Bibliotheken wie Staatsbibliothek, Universitätsbibliothek, die VW-Bibliothek etc. pp. Und sie hat, wer die Bibliothek kennt, eine andere Qualität und einen anderen kulturpolitischen Anspruch, muss sie auch haben, als die am besten ausgestatteten Hauptbibliotheken unserer Bezirke. Und das ist ein normaler Vorgang, der ist politisch so gewollt, der ist schon so gewollt von unseren Vorgängerinnen und Vorgängern, und den sollten wir nicht leichtfertig aufgeben. Vielen Dank.